Huch. Ist der schon da? Er? Soll das ein Pferd sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Rachel Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Ich krieg langsam Hunger. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an so ein Zitat von der Herr der Ringe. Schlacht um Mittelerde aus dem Spiel. Ich krieg langsam Hunger. So ungefähr kommt mir das gerade vor. Und Trophäe. Oh, hier ist ja gar nichts mehr. Na gut. Dann haben wir diese Trophäe jetzt auch. Die Frage ist, wie kriege ich die Trophäe da hinten? Es muss doch irgendwie... Das wurde auf mich geschmissen? Ist ja nicht wahr. Ob ich da oben wohl nochmal langkomme? Mein Problem ist, ich müsste eigentlich da oben drauf. Und die beste Möglichkeit, irgendwo dran zu kommen, wäre tatsächlich die da oben. Oder kann es sein, dass wir vielleicht später noch irgendwas zum Fliegen kriegen? Naja. Fragen über Fragen. Also das Ziel da hinten ist erstmal nicht zu bekommen. Das Ziel vor allem, das Fragezeichen kriege ich im Moment nicht. So, jetzt muss ich mal schauen. Muss ich jetzt hier rein? Oh, oh, die Musik. Fleisch wie Papier zerreißen. Nein. Oh oh. Weißt du, kaum haben wir einen von den Gegnern ausgeschaltet, kommt schon der nächste. Das ist schließlich Batman. Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen super. Sinn. Okay, Dr. Young ist also böse. So. Okay, das nächste Fragezeichen. Ist doch richtig. Oh, das hast du gefunden. Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Mir läuft nur die Zeit weg. Mist, den habe ich nicht erwischt. Aber ich liebe es, diese Gebisse zu töten. Juhu! Ich finde immer, das passt irgendwie zu dem Rest nicht. Diese Gebisse, die hier so rumklappern. Aber es ist irgendwie lustig. So, machen wir mal die Tür auf. Und mal hoffen, dass wir nicht gleich tot sind. Oh, ich dachte jetzt gerade, der packt uns. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige davon sind sichtbar. Aha, okay. Wow. Da oben. Ach du meine Güte. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an die Prince of Persia Levelgestaltung. Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Mhm. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Oh, Backe. Genau. Oh, Backe. Okay, also hat Young es doch nicht gemacht. Und jetzt hat er sie bestimmt in Gefangenschaft genommen oder so. Ich habe ihren E-Mail-Account geknackt. 2 E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie,
ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen, ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde... Esel? Haben sie etwa den Esel von Schreck genommen? Dann kann ich verstehen, warum man Angst hat. Oh Gott, ich mache mich über was lustig. Meine schlechten Witze, das sorgt dafür, weil das kommt ganz automatisch, weil ich so ein bisschen meine Angst überbrücken muss. So. Ich habe Angst? Nein, ich doch nicht. Aber wer weiß, was wir hier noch so bekommen werden. Oh, da ist noch ein Fragezeichen. Komme ich da einfach so rüber? Jetzt haben wir schon die dritte. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Da oben komme ich raus. Da ist noch ein Fragezeichen. Wo komme ich hier hin? Wir gucken mal. Ach so, ins Nix kommen wir. Das ist auch gut. Da wollte ich schon immer mal hin, ins Nix. Was gibt's hier? Hui! Ach so, von hier bin ich ja gekommen. Ich bin ja schlau. So, und hoch. Wie komme ich denn jetzt zu der da unten? So, jetzt habe ich getroffen. Muss ich hier vielleicht... Da drüben ist auch noch eine. Oh, Backe. Bin ich jetzt gerade ein bisschen sehr weit abgestürzt. Shit. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Okay. Schade eigentlich. Ich wollte es mal probieren. Probieren schadet ja nichts, ne? Probieren geht über Studie. Na, das war ja schlau. Zumindest kann man hier nicht sterben, wenn man abstürzt. Also als Notlösung... Was? Jetzt bin ich ja wieder ganz hier oben. Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken. Da unten war doch noch einer, oder? Irgendwo hier war doch noch ein Fragezeichen, oder? Ich sehe es leider nicht. Das ist mein größtes Problem, was ich gerade habe. Da komme ich auch nicht mehr weg, oder? Ah ja, hier war ich noch nicht. Ist hier irgendwas drin? Ja, natürlich! Suche dich um eine Kante. Hier muss doch noch irgendwo eins sein. Okay. So komme ich da schon mal nicht raus. Das war jetzt irgendwie doof. Komme ich denn da drüben hin? Ich gehe hier nochmal runter. Da ist tatsächlich noch eine. Wie komme ich da hoch? Also ich könnte mir ja schon mal vorstellen, dass ich da runter muss. Okay. Das war jetzt, glaube ich, die schlechteste Idee, die ich jemals haben hätte können. Wie komme ich denn da hoch, sag mal? Voll gegens Mikro. Oh, nicht schon wieder! Verdammt. Okay, gehen wir eben nochmal ganz hoch. Was soll's. Ich wurde übrigens auch schon ein paar Mal gefragt, ob ich nicht mal meine Facecam anmachen kann. Ich meine, hier bei Batman könnte man das durchaus machen, aber
Ich bin hier im Moment noch so ein bisschen am testen mit meiner ganzen Technik hier. Und gerade heute ist so ein richtig warmer Tag, beziehungsweise warm. So ein richtig heißer Tag ist heute. Und wenn ich das mit OBS aufnehmen würde, ich glaube, dann würde ich hier förmlich verglühen in meinem Zimmer. Und das ist mit Frapstone darum einiges angenehmer. Wie komme ich da hin? Ich muss mich, glaube ich, fallen lassen von da oben. Kann das sein? Ich habe das bis jetzt noch nie probiert. Kann man denn? Hä? Ich verstehe das nicht. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist tatsächlich, dass ich von hier oben den Gleitflug mache. Und dann muss ich da irgendwie rein. Das hieß also Geronimo. Huh! Okay, das hat noch nicht so ganz funktioniert. Wir probieren das nochmal. Er ist natürlich ganz schön schwer zu steuern, wenn er gleitet, ne? Ja. Oh, sehr schön. Hallo, Trophäe. Oh, Scarecrow haben wir freigeschaltet. Jetzt muss ich irgendwie... Oh, Upgrade. Ist mir gerade egal. Ich will mich gerade in die Tiefe stürzen. Yippie! So. Jetzt sind wir wieder ganz oben. Jetzt muss ich natürlich mal überlegen. Wie komme ich da rüber? Es geht noch höher. Über den Weg? Wir probieren es mal. Ja, tatsächlich. Über den... Oh, noch einer! Ha! Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. So, wie komme ich jetzt darüber? Ich muss doch hier runterspringen und dann darüber segeln, oder? Komm. Okay. Mit nur rübersegeln funktioniert das leider nicht. Schade. Na, nochmal. Aber ich finde das schon mal gut, dass wir irgendwie was schaffen. So. Oder kann ich hier vielleicht auch an diese Kette? Nö. Wie komme ich da rüber? Da komme ich raus, könnte ich mir vorstellen, oder? Karte bitte. Ja, es sieht zumindest so aus, als ob ich da rauskäme. So, was könnten wir denn mal als nächstes nehmen? Level 2? Von den Panzerungen her? Ja, es wäre natürlich möglich. Aber ich möchte irgendwie irgendwas hier verbessert werden in der Commodore Batarang. Was haben wir hier? Komm, nimm mal den mal. Wir müssen ja irgendwie unsere ganzen Upgrades Points irgendwie vergeben. Wie komme ich da hoch? Da unten reinspringen bringt es auch nicht wirklich. Und so weit springen tue ich nicht. Es sei denn... Er springt nicht. Das ist ja eine Sau. Das ist eine Sau. Na, wie soll ich da hochkommen? Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? Überlege mal. Ich möchte nämlich gerne hier irgendwie alle Riddler-Rätsel haben. Also alle Riddler-Trophäen. Und, das zerbricht mir gerade so ein bisschen den Schädel.
Da kann ich doch auch irgendwie hoch, oder nicht? Ich werde mal gucken. Ich gehe noch mal hier um die Ecke. Ducke dich, eine Kante zu nähern und dann mit der entsprechenden Bewegung hinunter. Hier könnte ich mich jetzt hinunterschmeißen. Ist das ein Hinweis auf irgendwas? Gerade echt ein bisschen am Verzweifeln. Ich glaube, man merkt es mal gar nicht. Ich werde jetzt hier aber auch nicht Ewigkeiten mich aufhalten. Ich gehe mal. Ja! Ja! Okay! Es war tatsächlich so zu lösen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Dschungelkampf freigeschaltet. Oh, Backe. Wie habe ich denn das jetzt hingekriegt? Warte mal. Kann ich das da... Nee, das kann ich nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Oder kann ich jetzt mal mittlerweile wieder weg hier? Warte mal, hier geht's noch hoch. Es gibt bestimmt noch eine Trophäe. Ja. Eine gibt es mit Muss noch. Oder? Was soll mir denn das jetzt bringen? Achso, von hier aus könnte ich da jetzt wieder rüberfliegen. Gibt's hier nichts? Doch, da drüben! Da gibt's tatsächlich noch eine. Da oben müsste ich hin. Ach du heilige Makara. Was habe ich gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade irgendwie irgendwas gesagt. Woran es dann doch nicht ist. Da ist tatsächlich noch ein. Okay. Das ist jetzt Schwierigkeitsstufe, was weiß ich, 1000. Wobei, ich könnte mir vorstellen, kann ich mich daran hochziehen? Nein? Kann ich echt nicht? Warum? Hä? Ich kann den Schuss sogar verfolgen? Das ist ja cool. Aber warum? Um alles in der Welt? Gehen wir mal hier gerade so lang? Das finde ich ja so toll an dieser Klaue, dass man die so verfolgen kann. Mal gucken. Kann ich denn das fassen? Anscheinend nicht. Wie komme ich denn da hoch? Von dahin? Ich muss es probieren. Das ist. Komm. Ich stürze ab. Okay.
Es bringt mir aber nicht so wirklich viel. Ich muss vielleicht wirklich alles hier so ein bisschen mehr angucken. Nicht, dass es hier irgendwo etwas gibt, was ich vielleicht übersehe. Gibt es hier irgendwas? Nicht so wirklich. Ich muss mir das gerade mal ganz in Ruhe angucken. Also es tut mir leid für diejenigen, die hier denken, ich mache hier einen richtig auf schnell bei diesem Spiel. Da könnt ihr euch echt, das könnt ihr getrost vergessen. Ich will das Spiel natürlich irgendwie schaffen. Aber wie komme ich da hin? Weißt du was? Ich habe gerade keinen Plan. Wir fliegen einfach mal wieder davon. Das sind so diese blöden Rätsel immer, die ganz schön fordernd sind. So. Gebiss Nummer 1 und Nummer 2. Gibt's hier noch ein drittes? Anscheinend nicht. So, Tür auf. Da gibt's wieder ein Tonband. Zugang zur Oberfläche. Mal sehen, was das ist. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe, Doc? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal, oder? Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Okay. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ob er sie vielleicht noch aufgefressen hat? Oh oh. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir ihm gleich gegenüberstehen werden. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl. Der Stacheldraht verrät alles. Nein, hier ist irgendwo so eine blöde Fliege. Weg mit dir. Oh, hier muss ich was in die Luft sprengen. Hier wird es mir sogar abverlangt, dass ich es sprenge. Ist da wer hinter? Nö. Oh, da ist aber Boden. Was Bodenloses hinter? Hui. Geht's da runter? Oh! Ich finde immer diese tiefen Löcher, die ins Nichts gehen, finde ich immer total toll. Oh. Durch das Kanalsystem zur Oberfläche zurück. Okay, da unten kommen wir wahrscheinlich nicht mehr so einfach hin. Ding Dong! Hier ist wieder Joker! Macht euch wegen der Fledermaus keine Sorgen. Ich habe auf dem DKK Überraschungen vorbereitet, falls ihr es wieder wünschen sollte, uns den Spaß zu verderben. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss hört, keine Angst! Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus her. Naja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung überprüfen. Obwohl, ihr habt ja gar keine. Scharfschützen. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. So. Ich hätte ihn ja gerne runtergeschmissen, bin ich ja ganz ehrlich. Aber okay. Ich würde am liebsten darüber. Mal gucken, ob ich ihn erwische. Achso, so weit geht das Ding gar nicht. Schade. Aber ich sollte... Oh, da ist wieder ein Fragezeichen. Ich sollte hier vielleicht mal runter. Warte ich mal eben. Ich warte mal eben. So. Da
würde ihn ja am liebsten runterschmeißen. Los! Geh! Juhu! Ich glaube, er ist K.O. Schade, dass er nicht runtergefallen ist. Ich finde das wirklich schade. So, da unten sind die anderen. So. Numero 1. Numero 2. Oh. Numero 3 hat mich erwischt. Numero 4 ist gerade irgendwas in die Klöten gegangen. Da musst du mich schon härter schlagen. So, der ist auch weg. Du wirst bluten, Batman. Das wird weh tun. Boah. Willst du was davon? So, ich hoffe, jetzt ist er mal endlich K.O. So, kommt her, meine Freunde. Und zack! Waren's jetzt alle? Boah, sie waren's. Mann, oh Mann, oh Mann. Immer dieses Kanonenfutter, das ist ja richtig schön. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Hat sich ja irgendwie so leicht verändert, ne? So, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Ach ja, ich muss jetzt wieder in die Villa. War ich da nicht schon mal drin? Nee, da war ich noch nicht drin. Arkham Ost. Okay, das heißt also, ich muss hier rüber. Oh, da sind wieder Gebisse. Die waren da letztens aber noch nicht. Juhu, Schnips. 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 Naja, dann wollen wir mal gucken, was sich da hinter der Tür verbirgt. Okay, eine automatische Tür ist ja schon mal sehr... Hier war ich auch schon mal. Ah ja, gleich erstmal eine Massenansammlung von Gegnern. Oh, er hat mich erwischt. Boah. Na los, geh, komm, kipp um! Der mit den Messern ist immer am schlimmsten. So, oh, jetzt ist wieder dieser Typ da. So, jetzt habe ich ihn verwirrt und jetzt voll in the face. Oh, jetzt geht dabei auch noch die Tür auf. Was für ein Ende. Ach, jetzt bin ich so schnell auf die andere Seite gekommen. Wie, jetzt kann ich erst da hoch? Ist ja unfassbar. Aber da oben gibt's nichts. Hier war ich schon mal. Aber irgendwie verändert sich das hier auch immer wieder. Was ich ja richtig cool finde. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette, die Fledermaus ist hier. Ich habe Zweifel. Boah. Aber sei vorsichtig. Sie schießt. Hilfe! Ha! Ich will mich bücken. Was mache ich jetzt? Ich bin fast tot. Weißt du, sonst treffen sie mal nicht, ne? Ist der K.O.? Wie viel kann denn der aushalten davon? An alle verfügbaren Psychos, Killer, Verschwörer und Mörder, die sich auch nicht in der alten Villa befinden. Beeilt euch gefälligst, ihr Idioten, bevor ich euch selbst an die Fledermaus verfüttere. Scheiße. Ist er jetzt endlich K.O.? Nein, ist er immer noch nicht. Oh, ich will doch da gar nicht runter. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht.
Da oben ist er. So, und hoch. Juhu! So! Endlich! Oh! Hier ist ja noch was. Ein Tonband. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 20. Joker ist interessanter, als ich dachte. Was? Wenn das Projekt Titan einsatzfähig ist, wäre Joker das perfekte Versuchskaninchen. Guten Tag. Heute dachte ich, dass wir zu unseren früheren Gesprächen über deine Familie zurückkehren. Natürlich. Ich wurde in einem kleinen Fischerdorf geboren. Ich wollte immer zum Zirkus, aber mein Vater ließ mich nicht. Ich glaube dir nicht. Mein Vater war Bulle. Er stand eine Woche vor der Pensionierung, als der Mord... Ich habe den Film gesehen. Wovor hast du Angst? Angst? Ja, Angst. Da gibt es offensichtlich etwas. Etwas, das dich zu dem gemacht hat, was du bist. Was? Was, wenn ich zu viel Angst habe, um mich zu erinnern? Es tut mir zu sehr weh. Dann kann ich dir helfen. Es tut ihm sehr weh. Was die Gestalt und der ich bin ja echt mal gespannt, wie sich das noch ergeben wird. Wo sind denn hier noch Gegner? Was ist denn das da hinten? Ach so, das sind ja die, die ich schon K.O. habe. Verstorben. Ne, bewusstlos. Ach du Scheiße. Da muss ich rein.